Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In dem heutigen Video geht es erneut um einen vermissten Fall eines jungen Mädchens. Und wieder ein Mädchen aus Berlin. Verschwunden ist seit dem 28. November 2000 die damals 12-jährige Sandra Wissmann aus Berlin-Kreuzberg. Dargestellt wurde der Fall in der Aktenzeichen Y-Sendung vom 9. November 2001. Die Darstellung bei Aktenzeichen Y war aber meiner Meinung nach relativ inhaltslos, so dass ich die meisten Informationen aus anderen Quellen bezogen habe. Die Darstellung bei Aktenzeichen Y beginnt damit, dass Sandra in ihrem Zimmer ist und gerade ihre Tasche für das Turnen packen will. In dem Moment klingelt das Telefon, ihre Schwester geht ran und gibt das Telefon dann aber an Sandra weiter, weil das Gespräch für sie ist. In der Leitung ist eine Klassenkameradin von Sandra und Sandra erzählt ihr dann, dass ihre große Schwester gerade in jemanden verknallt ist. Die Freundin fragt dann, ob Sandra vor dem Turnen noch vorbeikommen kann, zum Quatschen. Aber Sandra kann nicht, da sie noch ein Geburtstagsgeschenk für ihre Mutter kaufen muss. Sandra lebt zusammen mit ihren drei Geschwistern, zwei Brüdern und einer älteren Schwester, der Mutter und dem Stiefvater zusammen. Sie war die zweitälteste. Ihre ältere Schwester war zum Zeitpunkt des Verschwindens 14 Jahre alt, also 2 Jahre älter. Sandra hatte viele Freunde, spielte gerne Gitarre und turnte sehr gerne. Die Familie wohnte damals in der Bürgstraße 40. Die Gegend dort heißt Grevekiez und war eine sehr belebte Gegend. Der Bereich, also der Kiez, war praktisch in zwei Bereiche geteilt. Im Süden überwog so der Anteil an Sozialwohnungen und im nördlichen Teil gab es sanierte Altbauten. Und in diesem Teil, also mit den sanierten Altbauten, lebte auch Sandra mit ihrer Familie. Gegenüber des Wohnhauses gibt es eine Turnhalle, in der Sandra immer turnen ging. Sie ging in die Lembo-Grundschule, in die 6. Klasse und diese Schule befindet sich ebenso in der Bürgstraße und hat die Hausnummer 5. Also lag für Sandra alles recht dicht zusammen. An diesem 28. November 2000 hat sie dann gegen 15 Uhr zusammen mit ihrer Mutter die Wohnung verlassen. Am Cottbusser Damm gehen die Mutter und Sandra getrennte Wege. Denn Sandra möchte sich um ein Geburtstagsgeschenk für ihre Mutter kümmern. Denn diese wird in 2 Tagen 31 Jahre alt und da will sie ihr eine Überraschung besorgen. Lauter Darstellung bei Aktenzeichen Y wird dann vereinbart, dass Sandra um 16 Uhr wieder in der Wohnung ist. Und bis in das Kaufhaus, in das Sandra gehen will, sind es nur wenige hundert Meter. Das Kaufhaus, in welches Sandra ging, war Galeria Berlin Hermannsplatz mit der Hausnummer 5 bis 10 in 10967 Berlin. Und die Polizei kann dann später eine Verkäuferin in dem Buchgeschäft ermitteln, welche Sandra gesehen und auch mit ihr gesprochen hat. Die Zeugin sagte, dass Sandra um ca. 16.30 Uhr in der Bücherabteilung gewesen ist, als sie gesehen hat. Sie hat Sandra daran wiedererkannt, dass ein paar Tage später ein Suchaushang von Sandra im Kaufhaus hing. Sie ist sich sicher, dass es Sandra war, weil sie ein gutes Personengedächtnis hat. Sandra wäre zu ihr an die Kasse gekommen und hätte gefragt, wo die Harry Potter Bücher sind. Da an der Kasse gerade nichts zu tun war, ist sie dann zusammen mit ihr dorthin gegangen. Sie war sehr freundlich und nett und deswegen hat die Verkäuferin Sandra auch in Erinnerung, da dies heute nicht mehr selbstverständlich ist. Danach ging sie an die Kasse zurück und hat Sandra auch nicht mehr gesehen. So war zumindest die Darstellung bzw. die Aussage, die die Verkäuferin bei Aktenzeichen Y getätigt hat. Im Podcast vom RBB heißt es dann, dass Sandra vielleicht nicht genügend Geld dabei hatte oder sie hatte spontan eine andere Idee für ein Geburtstagsgeschenk. Denn auf jeden Fall kauft sie kein Harry Potter Buch. Sie wird dann noch gesehen, dass sie sich weiter im Büchershop umgeschaut hat
und danach verlässt sie dann das Kaufhaus. An einer Ampelkreuzung, nicht weit entfernt von ihrem Wohnhaus, wurde sie zum letzten Mal gesehen. Die beiden Zeuginnen, die sie gesehen haben, sind Mitschüler. Und diese sind sicher, dass es Sandra war, weil sie mit Sandra an diesem Vormittag noch zusammen in der Schule waren und sie auch deswegen an der Kleidung noch wiedererkannt haben. In der Berliner Morgenpost heißt es dazu wie folgt: Später werden zwei Schulfreundinnen bei der Polizei angeben, Sandra eine Stunde später auf der schon in Neukölln liegenden Straßenseite des Cottbuser Darbes getroffen zu haben. Was wichtig dabei ist, ist Folgendes: Die beiden Zeuginnen haben diese Aussage unabhängig voneinander gemacht. Das heißt also, die beiden waren nicht zusammen, als sie dort Sandra gesehen haben. Es kann sein, dass sie zu dieser Zeit schon in Eile war, denn sie wurde um circa 16.40 Uhr dort gesehen. Ich weiß jetzt nicht genau, wann die Turnstunde anfängt, aber ich vermute mal vom Ablauf her dann wahrscheinlich um 17 Uhr, aber das ist nur ein Gedanke von mir, es kann natürlich auch um 18 Uhr gewesen sein. Die Turnhalle lag ja genau gegenüber, aber sie musste dann nach dem Einkauf noch einmal in die Wohnung, um sich umzuziehen. Aber dort ist sie nicht angekommen. Diese Kreuzung, an der sie gesehen wurde, ist ca. 150 Meter von ihrer Wohnung entfernt. Da Sandra sehr zuverlässig war und sie aber dann nach diesem Einkauf nicht nach Hause kam, merkte die Mutter natürlich sofort, dass da irgendetwas nicht stimmte und hat umgehend die Polizei informiert. Die Polizei zieht dann um diesen Bereich, wo sie letztmalig gesehen wurde, einen Kreis von 500 Metern und durchsucht dort Wohnungen, Keller, Dachböden, um irgendeine Spur zu finden. Und in diesem Bereich wurde natürlich auch dann an den Wohnungstüren geklingelt und die Bewohner proaktiv befragt. Aber es konnte keine Spur gefunden werden. Man hat also in diesem Fall nicht darauf gewartet, dass Zeugen sich melden, sondern man ist auf potenzielle Zeugen, also die Anwohner, zugegangen, ob die vielleicht irgendetwas gesehen haben. Aber absolut ohne Erfolg. Zwei Wochen später gab es dann so etwas wie eine Spur. Und zwar hat sich bei der Polizei ein anonymer Anrufer gemeldet. Dieser meldete sich aus einer Telefonzelle. Später konnte festgestellt werden, dass diese am Cottbuser Tor stand, nicht weit von Sandras Wohnung entfernt. Dieser Anrufer erzählte, dass Sandras Leiche am Rande eines alten Fabrikgebäudes am S-Bahnhof Schönefeld liegt. Die Polizei sucht dort, aber ohne Ergebnis. Der Mann ruft erneut an und sagt der Polizei, sie sucht an der falschen Stelle. Und es wird erneut gesucht und gegraben an der Stelle, die der Mann jetzt angegeben hat, aber auch ohne Erfolg. Leider war dieser Anrufer ein Trittbrettfahrer. Im Januar 2001 gibt es dann einen neuen Verdacht. Und zwar rückt Berto B. in den Fokus der Ermittler. Er wird festgenommen, nachdem er ein 9-jähriges Mädchen entführt und in seiner Hellersdorfer Wohnung brutal missbraucht und nach 4 Tagen wieder freigelassen hat. Der 36-Jährige soll sich zum Zeitpunkt von Sandras Verschwinden in Kreuzberg aufgehalten haben. Er räumte zwar ein weiteres Verbrechen ein, und zwar hat er im Sommer 1997 ein anderes Mädchen missbraucht und wieder freigelassen und erzählte auch über seinen Wunsch, Kinder zum Lustgewinn zu Tode foltern zu wollen. Eine Beteiligung aber am Fall von Sandra Wissmann stritt er ab. Spuren finden die Ermittler bei ihm nicht. Er wurde dann zu einer 5-jährigen Haftstrafe mit anschließender Unterbringung in einer Psychiatrie verurteilt. Und zwar sollte er dort so lange bleiben, bis seine schwere Persönlichkeitsstörung geheilt ist. Dort hat er sich aber der Behandlung verweigert und nahm sich dann 2006 in der Psychiatrie das Leben durch Erhängen in seiner Zelle. Dann gab es eine weitere Spur. Und diese Spur wurde auch in Aktenzeichen Y dargestellt. Und zwar etwa zur gleichen Zeit, in der Sandra verschwunden ist, soll es nicht weit vom Kaufhaus entfernt zu einer Begegnung gekommen sein.
Und zwar, ein 13-jähriges Mädchen wird von einem unbekannten Mann auf seltsame Weise angesprochen. Der Mann spricht sie zuerst an und als das Mädchen nicht darauf reagiert und weiterläuft, läuft der Mann hinter ihr her, nähert sich ihr und spricht sie erneut an. Sie soll mal warten und fragt dann, ob sie mal kurz Zeit hat. Er braucht Hilfe und sie soll nur mal kurz eine Wasserwaage halten, da er es alleine nicht schafft. Sie fragt dann etwas ungläubig, eine Wasserwaage? Es dauert ja nicht lange, vielleicht eine halbe Stunde. Sie sagt nee. Der Mann lässt sich locker und betont noch einmal, dass es ganz schnell geht. Das Mädchen sagt erneut nee, ich muss nach Hause und geht dann weg. Der Vorfall passiert genau dort, wo Sandra Minuten später vorbeikommen wird. Es wurde auch in dieser Spur ermittelt. Es gab ein paar Hinweise, aber keine Spur, die zu einem Verdächtigen führte. Und schließlich gerät im September 2002 der damals 25-jährige Frank H. in den Fokus. Er lebt in der Nachbarschaft am Neuköllner Maybachufer. Er wird festgenommen, nachdem er bei der Vergewaltigung eines kleinen Mädchens auf einem Dachboden ertappt wurde. Frank H. räumt 6 weitere Taten seit 1999 ein. Die Opfer waren zwischen 8 und 12 Jahre alt. Mit dem Fall Wissmann will aber auch er nichts zu tun haben. Unentsprechende Beweise gibt es nicht. Frank H., genannt das Pickelmonster, wird 2003 schließlich zu 16,5 Jahren Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Und zu dem Täter bzw. zu der Tat habe ich noch Folgendes aus der BZ gefunden. Seit gestern, dem 1. April 2003, steht Frank H., 25, vom Landgericht, weil er 7 kleine Mädchen sexuell missbraucht und vergewaltigt hat. Steif sitzt er auf der Anklagebank wie ein Konfirmand. Anzug, weißer Kragen. Von den Pickeln, die jedes seiner kleinen Opfer beschrieb, blieben nur ein paar Narben im bleichen, ausdruckslosen Gesicht. Alle starren ihn an. Das also ist das unheimliche Dachbodenmonster. Der Friedhofsgärtner, der in Kreuzberg und Neukölln 8- bis 10-jährige Mädchen von der Straße wegfing und auf Dachböden vergewaltigte. 7 innerhalb von 3 Jahren. Er hält die bohrende Blicke nicht aus, duckt sich, schielt über die Eichenbrüstung der Anklagebank. Der Staatsanwalt verliest die Anklage. Immer dieselbe Masche. Er beobachtet Spielplätze, fragt ein Mädchen auf der Straße, hilfst du mir, meine kleinen Katzen zu füttern? Die einsamen Dachböden kennt er, weil er dort oft nach Pfandflasche stöbert. Die Haustüren der Häuser öffnet er mit einer Scheckkarte. Er hat ein Messer dabei, ausziehen. Ein Mädchen muss sich mit seiner Strumpfhose die Augen verbinden. Anderen legt er ihren Pullover oder das T-Shirt aufs Gesicht. Oft knebelt er sie mit ihrem Schlüpfer, damit du was zum Draufbeißen hast. Er fühlt sich süchtig danach. Sieht das Gesicht einer Ex-Freundin vor sich, denkt an die Vergewaltigung, wenn er sich nachts selbst befriedigt. Das 7. Mädchen, eine Nachbarin, sieht ihn vom Balkon mit der 10-Jährigen auf dem Hof. 7 Monate vorher hat er hier auf demselben Dachboden sein 3. Opfer missbraucht. Die Frau schickt ihren Sohn auf den Dachboden, bewaffnet mit einem Hammerstiel. Sie selbst nimmt einen Ziegelstein und schlägt ihn dem Kinderschänder 2-mal über den Kopf. Sie erwischen ihn bei der Tat. Frank H., also ein weiterer Mann, der in der näheren Umgebung sein Unwesen getrieben hat. In der Nachbesprechung von Aktenzeichen Y ist der zuständige Kriminaloberkommissar vom Landeskriminalamt Berlin zu Gast. Butz Peters fragt ihn, ob Sandra eventuell mit jemandem mitgegangen sein könnte. Der Kriminaloberkommissar sagt, dass nach deren Einschätzung Sandra nicht einfach mit irgendjemandem Fremden einfach so mitgegangen wäre. Weiterhin gibt er zu bedenken, dass sie zu diesem Zeitpunkt für ihre Verhältnisse schon sehr spät dran war. Von daher ist es unwahrscheinlich, dass sie freiwillig ihren Nachhauseweg verlassen hat. Aber eine gewaltsame Entführung hätte jemand mitbekommen müssen. Dann geht Butz Peters noch einmal auf die Situation ein,
dass kurz vor dem Verschwinden von Sandra ein anderes Mädchen von einem Mann angesprochen wurde. Von diesem Mann gibt es nur die Beschreibung des Mädchens. Der Mann soll relativ klein gewesen sein, etwa 1,60 Meter groß, dick, wahrscheinlich kurze dunkle Haare, insgesamt eine ungepflegte Erscheinung. Er sprach Deutsch und hatte eine tiefe Stimme. Bekleidet war er mit einer braunen Lederjacke. Besonders auffällig war die Art und Weise, wie er das Mädchen zum Mitgehen bewegen wollte. Er bat sie, ihm bei irgendeiner Tätigkeit die Wasserwaage zu halten. Und auf dieses Detail setzte die Polizei zu diesem Zeitpunkt ihre Hoffnung und fragte, ob eventuell in Berlin noch andere Mädchen auf diese Art angesprochen wurden und haben vielleicht davon zu Hause erzählt. Das war es dann auch schon mit der Nachbesprechung bei Abendzeitungs Y. Natürlich wurde auch innerhalb der Familie nach eventuellen Motiven geschaut, ob es Gründe für ein Verschwinden gab. Und es wurde eben auch geschaut bei dem Stiefvater und dessen beruflichen Tätigkeiten, da er in der Baubranche tätig war. Aber auch da gab es keinerlei Anhaltspunkte, die dort ein Motiv für das Verschwinden von Sandra sich finden ließen. Es gab generell keinen Verdacht gegen die Familie, aber zur Routine, um es dann ausschließen zu können, wurden natürlich diese Ermittlungen geführt. Die Polizei geht weiterhin davon aus, dass Sandra von einem unbekannten Täter angesprochen wurde und dieser es unter einem Vorwand geschafft hat, sie zum Mitgehen zu bewegen. Aber wie könnte man Sandra dazu bewegen, dass sie mitgegangen ist? Wenn, dann nur über ihre Hilfsbereitschaft, meint auf jeden Fall ihre Schwester. Und das denke ich mir auch, dass sie auf dem Weg überredet wurde, tatsächlich dem Täter bei irgendetwas zu helfen. Und der Täter etwas angesprochen hat, was genau den Nerv von Sandra getroffen hat, dass ihr dann so wichtig war, dass sie tatsächlich eben auch bei ihrer anscheinend schon recht starken Verspätung zum Turnen zu gehen, einfach dies beiseite geschoben hat und diese Geschichte, die der Täter gesagt hat als Vorwand, den Vorrang gegeben hat. Man hat natürlich auch den leiblichen Vater von Sandra überprüft. Dieser lebte zu dem Zeitpunkt in Thüringen. Aber auch dorthin gab es keine Spur. Auch keine Spur, dass sie dorthin irgendwie geflüchtet sein könnte, abgehauen ist. Weil in der Familie war absolut alles in Ordnung. Es gab keinen Streit mit der Mutter, es gab keine Probleme mit dem Stiefvater. Es gab auch keine Probleme zwischen den Geschwistern untereinander. Also auch ein freiwilliges Verschwinden wird absolut ausgeschlossen. Man kann also in diesem Fall leider wieder einmal davon ausgehen, dass hier ein Täter, ein Mädchen, in diesem Fall Sandra Wissmann, von der Straße unter einem Vorwand weggefangen hat. Man kann auch leider fest davon ausgehen, dass Sandra nicht mehr lebt. Man sollte aber nicht aufgeben, dass vielleicht irgendwann ihre sterblichen Überreste gefunden werden und es damit einen neuen Ermittlungsansatz gibt. Auch im Fall von Sonja Engelbrecht hat es ja Jahrzehnte gedauert, bis diese gefunden wurden. Erschreckend aber ist, wenn man sich mit so einem Fall oder auch mit diesem Fall beschäftigt, wie viele solche Täter sich im Umfeld befinden. Dies wird in einem anderen Fall, zu dem spätestens am nächsten Wochenende ein Video folgt, noch deutlicher. Im Fall von Sandra gab es 210 Hinweise, 165 davon zeitnah nach der Tat. Wie ging es dann mit der Familie weiter? In der Berliner Morgenpost vom 29. November 2020 wird Folgendes berichtet. Auch die Spur ihrer Angehörigen verliert sich. Die Familie ist vollkommen kaputt gegangen, sagte Becker Köntek. Der Vater sei durch den Verlust der Tochter schwer erkrankt, berichtet der 63-jährige Becker. Die Wissmanns seien nicht nur Bewohner des Mietshauses, sondern auch dessen Eigentümer gewesen. Sie hätten es aber mittlerweile verkauft und Berlin vor 10 oder 15 Jahren verlassen. Zu guter Letzt möchte ich noch auf einen Kanal bei YouTube hinweisen. Den Link zu dem Kanal habe ich in der Beschreibung hinterlegt.
Dieser Kanal ist von Sandras Schwester. Dieser ist sehr bewegend und zeigt viele Bilder von Sandra. Falls der Täter sich gerade mein Video anschaut, möchte er sich auch bitte diesen Kanal anschauen. Und dann sieht er vielleicht, welches Leben er zerstört hat. Nicht nur das von Sandra, sondern von der ganzen Familie. Was kann ich noch zu dem Fall sagen? Also ich bin auch fest davon überzeugt, dass sie unter einem Vorwand von der Straße weggelockt wurde. Anders kann es nicht gewesen sein, denn wäre es eine gewaltsame Tat gewesen, man hätte es irgendwie mitbekommen. Und auch die Möglichkeit, sie vielleicht in ein Auto zu verschleppen, gestaltet sich, glaube ich, dort in dem Bereich schon schwierig, ohne dass es irgendjemand mitbekommt. Ich hoffe irgendwie, dass dieser Fall noch aufgeklärt werden kann und damit er nicht ganz in Vergessenheit gerät. Deswegen habe ich einmal dieses Video zu dem Fall erstellt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.